Hallo zu einem kleinen Informationsvideo und ich wollte euch nur ganz kurz ein paar Links vorstellen, die ganz nützlich sein könnten. Nämlich folgendes, ich wurde sehr, sehr oft gefragt nach dem Texturenpack, was ich aktuell verwende. Es ist nicht das Marble von Minecraft normal, sondern das Marble von Minecraft mit einer modifizierten PNG-Datei. Das heißt, einige Texturen sind etwas anders, wie zum Beispiel die Sandsteintextur oder die Cobblestone-Textur. Ich wurde wirklich sehr oft danach gefragt und jeder wollte es haben und deshalb mache ich das gleich schon mal hier. Das habe ich nochmal hochgeladen und einfach schon mal bei Mega Upload. Und den Link dazu, den werdet ihr auf meinem Kanal finden unter Linksammlung. Einfach in meinen Kanal gehen, Linksammlung, und dort wird jetzt drei Links, oder eigentlich sind es mehrere, drei Links, die ich jetzt aktualisiere, werden dort eingefügt. Nämlich die Let's Play-Welt von mir werdet ihr dort finden, auf dem Stand, wo das Update 1.8.1 rauskam. Dann die Let's Show-Welt, jetzt auf dem Stand vom Let's Show Folge 9, als das Projekt abgeschlossen war. Und das aktuelle Texturenpack, was ich jetzt im Moment verwende. Diese drei Links wird es dort jetzt geben. Und ganz einfach, weil die Nachfrage so groß war nach dem Texturenpack, habe ich das jetzt nochmal hochgeladen für alle. Wer es möchte, kann sich es dort ziehen. Ich habe es einfach aus meinem Texture-Pack-Ordner rausgezogen, so wie es ist. Das sollte einwandfrei funktionieren mit der Version 1.8.1. Ist sogar schon geupdatet auf die Version 1.9. Und ja, ansonsten wäre es das auch schon gewesen. Ich habe jetzt einfach nur mal ein ganz kurzes Video gemacht, ganz einfach, wenn ich mich jetzt ein Bulletin rumschicke, dann bekommt das auch nicht wieder jeder und ich werde nochmal zigmal gefragt nach dem Texturenpack, aber wie gesagt, da die Nachfrage so groß war, jetzt ist es draußen. Dann wünsche ich euch viel Spaß, eventuell auf meiner Let's Show-Welt, meiner Let's Play-Welt oder mit dem Texturenpack oder gleich alles drei zusammen. Wir sehen uns bei einem nächsten Video und auf Wiedersehen.